Was war das für ein verrücktes Jahr? Es war eines der besten Jahre für die Raumfahrt seit der ersten Mondlandung 1969. Vielleicht stimmt mir hier nicht jeder zu, aber gib mir ein paar Minuten, dann siehst du, was ich mit dem besten Raumfahrtjahr meine. Da nicht alles in ein einziges Video passt, habe ich diese Highlights in zwei Teile geteilt. Der zweite Teil kommt in 48 Stunden. Bis dahin haben die Kanalmitglieder und Patrons Zugang dazu. Ob es wirklich das beste Raumfahrtjahr war, lasse ich aber dich entscheiden. In der heutigen Ausgabe fasse ich meine ganz persönlichen Raumfahrt-Highlights des Jahres 2021 zusammen. Ich habe tolle Bilder, coole Fakten und einige interessante Zahlen für euch. Außerdem möchte ich einige Personen ins Rampenlicht stellen, die sich in letzter Zeit immer mehr als die Elon Musks Europas entpuppen. Neugierig, wer das sein könnte? Dann schnallt euch an für einen Rückblick, den ihr noch nicht gesehen habt. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier auf Mars-Chroniken etwas lernst und du einen Mehrwert aus meinen Videos ziehst, dann freue ich mich, wenn du Mars-Chroniken abonnierst, damit wir dem YouTube-Algorithmus zeigen, dass Raumfahrt für alle ist. Wer möchte, kann mich auch gerne direkt hier auf YouTube unter diesem Video oder auf Patreon mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das ermöglicht es mir, immer bessere Videos für euch zu produzieren. Also hau auf den Like-Button, dann kann es auch schon losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Zunächst möchte ich euch informieren, dass meine Highlights nicht unbedingt chronologisch, sondern nach Kategorien und wie sie am besten in meine heutige Dramaturgie hineinpassen, geordnet habe. Wer die Jahreshighlights chronologisch haben möchte, wird in der Videobeschreibung fündig. Und jetzt aber wirklich. Eines der coolsten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe, ist im vergangenen Jahr passiert. Und zwar, als die Mars 2020 Mission mit dem Mars Rover Perseverance und seinem kleinen, frechen Begleiter Ingenuity auf der Marsoberfläche aufsetzten und ihre unglaubliche Mission starteten. Nach rund 7 Monaten Reisezeit und etwa 480 Millionen zurückgelegten Kilometern erreichte Perseverance mit einem Kampfgewicht von über einer Tonne und der 1,8 Kilogramm leichte Helikopter namens Ingenuity den Mars. Ich habe die Landung live gestreamt und im Anschluss auch ein ausführliches Video zur gesamten Mission produziert. Das Video ist hier in der Infobox verlinkt. Da in der Raumfahrt alles dahin tendiert, immer komplizierter zu werden, ist eine der größten Maxime, Dinge einfacher zu gestalten. Aber manchmal müssen wir noch auf recht komplexe Vorgänge vertrauen. So zum Beispiel auch bei der Landung der Mars 2020 Sonde. Hier sind die Originalaufnahmen von der Landung in HD. Der Rover wurde beinhart einfach mit einem raketenbetriebenen Kran auf die Oberfläche des Jezero-Kraters herabgelassen, bevor sich der Kran aus dem Staub machte. Unglaubliche Bilder von unserem Nachbarplaneten. Mittlerweile befinden sich Percy und Ingenuity seit über 10 Monaten auf dem roten Planeten und haben schon einiges erreicht. Der Rover hat mittlerweile etwa 3 Kilometer zurückgelegt und den Rekord für die längste auf dem Mars zurückgelegte Strecke innerhalb eines Tages gebrochen. Insgesamt wurden mehr als 50 GB an Daten zurück zur Erde geschickt. Unter den 100.000 aufgenommenen Bildern sind auch zwei Selfies. Percy ist jetzt auch ganz offiziell der schnellste Rover auf dem Mars. Ich hoffe mal, dass er nicht geblitzt wird. Die Mission hat so schon viel gekostet. Der Rover selbst hat schlappe 2,2 Milliarden US-Dollar gekostet und mit allem Firlefanz drumherum wird geschätzt, dass es bis zum geplanten Missionsende nach 2,5 Jahren insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar verschluckt haben wird. Solche Missionen können meines Erachtens so viel kosten, wie sie eben nun mal kosten. Sie sind jeden Cent wert. Und solange Percy und Ingenuity betriebsbereit sind, werden sie weiter forschen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mars Rover der NASA weit über ihre geplante Lebensdauer hinaus funktionieren. Die NASA ist Expertin, wenn es ums Tiefstapeln geht. Mit MOXIE war ein Experiment an Bord, welches in den letzten 10 Monaten rund 50 Gramm Sauerstoff aus der Marsatmosphäre hergestellt hat. Das bedeutet nichts Geringeres als eine zusätzliche Lebensversicherung für die ersten Menschen auf dem Mars. Und die ersten 6 Bohrproben wurden genommen. Diese werden bei einer Sample Return Mission mit der ESA mit weiteren Proben zurück zur Erde geschickt. Vermutlich bis Ende dieses Jahrzehnts. Und jetzt zu meinem persönlichen Liebling des vergangenen Jahres. Der kleine Ingenuity hat es mir angetan.
Ich finde ihn einfach richtig cool. Der Körper ist kleiner als ein Schuhkarton, aber die Spannweite beträgt 120 cm. Seine Mission war es, innerhalb eines Monats 5 kurze Flüge zu absolvieren. Stattdessen hat Ingenuity jetzt in über 30 Flugminuten aufgeteilt auf 18 Flüge knappe 4 Kilometer zurückgelegt. Dank der Solarzelle wird der Akku zwischen den Flügen aufgeladen. Mittlerweile ist der kleine Helikopter nicht mehr nur eine Technologiedemonstration, sondern als Kundschafter für Percy wichtiger Bestandteil der Mission geworden. Und dank der Ingenuity-Kamera bekommen wir auch Bilder aus seinem Blickwinkel. Herrliche Szenen hier. Ja, und was jetzt? Das unglaubliche Team, welches die beiden betreut, wird weiterhin ihre Arbeit machen. Zunächst soll das Delta des Jezero-Kraters genauer erforscht werden. Und dann werden wir sehen, wo es die beiden Auswanderer hin verschlagen wird. Das ist jetzt meine Meinung. Ich finde, dass die NASA keine Raketen mehr bauen sollte. Sie sind viel besser, wenn es um wissenschaftliche Missionen geht. Siehe die Asteroidenmissionen DART und LUCY oder die Parker-Sonnensonde. Wir kommen eh gleich auf diese Missionen zu sprechen, aber vorher möchte ich noch einen Blick auf die anderen Mars-Missionen werfen. China hat mit ihrer Mars-Mission Tianwen 1 und ihrem Zhurong-Rover gezeigt, dass sie auf dem Mars landen können. Das war ihr erster Versuch. Auf dem Nachbarplaneten zu landen ist kein Zuckerschlecken. Es muss alles funktionieren. Ihr Satellit ist erfolgreich in eine Umlaufbahn eingetreten und der Rover ist erfolgreich gelandet. Zhurong erforscht das Klima, die Geologie und somit auch die Geschichte des Mars. Die 8 Instrumente an Bord haben laut Angaben von Nature.com etwa 200 GB an Daten gesammelt. Ich konnte aber keine genauen Daten dazu finden, wie viel davon auch tatsächlich zur Erde geschickt wurde. Aber in den 4 Betriebsmonaten hat der kleine Rover etwa 1 Kilometer zurückgelegt. Die Umlaufbahn des Orbiters wurde nun verändert, sodass Tianwen nicht mehr nur als Kommunikationsrelay für den Rover herhalten muss. Der Satellit wird sich eigenen Aufgaben widmen und nur noch hin und wieder vorbeischauen, um die wichtigsten Daten abzuholen. Starke Leistung! Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Al-Amal-Satellit in eine Umlaufbahn um den Mars gebracht. Ihr Ziel ist es, der erste echte Wettersatellit für den Mars zu werden. Sie können die Atmosphäre beobachten, Sandstürme studieren und Wetterdaten sammeln, aufgrund welcher zukünftige Wettervorhersagen genauer werden können. Ebenfalls eine starke Leistung dafür, dass es die erste derartige Anstrengung der Emiratis war. Das hat sie dazu angespornt, gleich die nächste Deep Space Mission auf den Weg zu bringen. Diese soll 2028 7 Asteroiden im Asteroidengürtel unter die Lupe nehmen. Merkt euch das für nachher, denn das wird gleich wieder Thema werden. Davor möchte ich aber noch etwas zu China sagen. Sie haben im vergangenen Jahr weltweit die meisten Orbitalraketen gestartet. 53 der 56 Starts waren erfolgreich. Sie haben auch schon ihre erste Crew zu ihrer neuen Raumstation und zurückgebracht. Das sind beachtliche Leistungen für ein Jahr. Nur zum Vergleich, weltweit waren 135 der 146 orbitalen Startversuche erfolgreich. Auf China entfällt rund ein Drittel aller Starts. Knapp dahinter die USA mit 51 Startversuchen. 48 davon waren erfolgreich. Dann kommt Russland mit 24 von 25 Starts und mit 6 Starts ist dann Europa dran. Europa hat so gesehen doppelt so viel gestartet wie Japan oder dreimal so viel wie der Iran. Seht ihr die Schieflage hier auch oder bin ich hier zu frech? Eines der drei Hauptmodule der neuen Raumstation Tiangong ist schon im Orbit. Vor einigen Tagen gab es eine Beschwerde der Chinesen bei der UNOSA. Das ist das Büro der Vereinten Nationen für außerirdische Angelegenheiten. Mehr dazu in diesem Video hier in der Infobox. In der Beschwerde meint China, mehrere Ausweichmanöver durchgeführt zu haben, um eine mögliche Kollision mit Starlink-Satelliten zu verhindern. Jeder, der dort oben Konstellationen aufbaut, sollte auf die anderen Teilnehmer achten. Und hier möchte ich etwas anderes beleuchten, das dieses Jahr immer wieder thematisiert wurde. Genau wie wir es hier auf der Erde brauchen, dass sich öffentliche Einrichtungen um die grundlegende Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung oder Straßen und Flughäfen kümmern, brauchen wir eine öffentliche Einrichtung, die sich um die Säuberung des Orbits kümmert. Quasi die Weltraummüllabfuhr. Die Verwaltung der Umlaufbahnen und notwendiger Abstände. Es gibt viel mehr Flugzeuge als Satelliten. Und es muss schon sehr viel schief gehen, dass mal zwei davon zusammenstoßen. Das ist, weil Lufträume gut überwacht und verwaltet sind. Das sollte man auch für den Orbit machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die UNOSA zu einem derartigen Verwaltungsorgan heranwachsen könnte. Sie könnten eine Art internationalen Weltraumgerichtshof einrichten.
Denn ein weiteres Problem ist, dass da oben nicht wirklich jemand verantwortlich ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich für mehr Verwaltung einsetzen würde. Was ist bloß aus mir geworden? Aber wenn wir schon dabei sind, möchte ich noch auf die ganze Sache mit den Satellitenkonstellationen eingehen. Denn in diesem Bereich hat sich auch viel getan. Die meisten von euch kennen Starlink aus dem Hause SpaceX. Diese Konstellation hat bei Redaktionsschluss 1842 aktive Starlink-Satelliten in Betrieb. Und sie sind noch lange nicht fertig. Theoretisch haben sie die Genehmigung, um 30.000 Satelliten in verschiedene Umlaufbahnen um die Erde zu bringen und so Internet in den letzten Winkeln der Erde anzubieten. Wenn es sich nicht lohnt, tausende von Kilometer Glasfaser zu verlegen, dann muss das Internet eben aus dem All kommen. Das ist ein neuer Markt, der erschlossen wird. China hat konkrete Pläne für eine Konstellation mit 13.000 Satelliten. Amazon hat Pläne für eine Konstellation mit 3.236 Satelliten. Die nun von der EU unabhängigen Briten haben ihre OneWeb-Konstellation mit bereits 388 Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Weitere 250 sind für 2022 geplant. Und die Genehmigung für weitere 2.000 Satelliten wurde ihnen von der US-Kommunikationsbehörde FCC erteilt. Und hier? Ich meine, in der EU. Nicht viel. Bis vor kurzem zumindest. Denn die EU-Kommission hat nach einer öffentlichen Ausschreibung ein von rund 20 Klein- und Mittelbetrieben und Startups gebildetes Konsortium ausgewählt, das ein detailliertes technisches Konzept für ein unabhängiges europäisches Satellitennetz ausarbeiten soll. Einige Partner dieses Konsortiums möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Mit am Start sind Mynaric und ESA Aerospace mit ihren europäischen Versionen von Elon Musk. Denn Mynaric wird von niemand Geringerem angeführt als Bülent Altan und ESA Aerospace von Visionär Daniel Metzler. Letzterer hatte beim Wettbewerb um den Microlauncher-Auftrag der deutschen Bundesregierung vergangenes Jahr den Auftrag gewonnen. Demnach wird ESA Aerospace verpflichtet, bis Ende 2022 eine Rakete zu starten, um den Auftrag dann tatsächlich auch zu erhalten, inklusive der Bezahlung von mickrigen 11 Millionen Euro. Diese vermeintlich mickrig wirkenden 11 Millionen konnte ESA Aerospace aber als Hebel verwenden, um Investoren ins Boot zu holen, die nicht zuletzt auch aufgrund des Commitments der deutschen Bundesregierung mit insgesamt 155 Millionen US-Dollar bei ESA eingestiegen sind. Und das ohne einen einzigen Steuereuro zu riskieren. Wenn ESA nicht liefern kann, bleibt das Geld bei der Regierung. Wenn sie erfolgreich sind, bekommt die Regierung auch tatsächlich eine Dienstleistung für ihr Geld. Bei Förderungen kann der Fördergeber selten mit Sicherheit vom Erfolg des Projektes ausgehen. Aber wenn der Staat bzw. die EU zum Ankerkunden für neue Industrien wird, dann könnte Europa in kürzester Zeit aufholen, was wir versäumt haben. Ich schweife aber ab. Ich wollte euch von Europas Internet-Satellitenkonstellation erzählen. Das Konsortium, welches den Zuschlag in Höhe von 1,4 Millionen Euro erhalten hat, nennt sich UNIO. Und genau so soll auch die Konstellation heißen. UNIO möchte mit einigen hundert anstatt mit tausenden Satelliten auskommen. Am Ende ihrer Lebzeit entfalten sich Bremssegel, die den Satelliten schnell deorbiten. Gebaut werden die Satelliten von Reflex Aerospace aus Deutschland. Und Altans Mynaric liefert die fortgeschrittene und notwendige Lasertechnik für die Kommunikation zwischen den Satelliten. Für die Quantenkryptographie ist das Wiener Startup Quantum Technology Laboratories verantwortlich. Vielleicht sollte ich sie ja mal besuchen. Was sagt ihr? Soll ich mich mal bei denen melden? Die EU-Kommission erhofft sich daraus, eine eigenständige satellitengestützte Internetinfrastruktur und Fortschritte in der Raumfahrt des Quantencomputings und die Verbesserung der rückständigen europäischen IT-Infrastruktur. Bis 2025 soll UNIO zumindest in Teilbetrieb gehen. Daniel Metzler sagt in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 2. Januar 2022, die gesamte Technologie dafür ist in Deutschland vorhanden. Auch Bülent Altan ist optimistisch, was die Machbarkeit angeht. Europa hat nicht nur einen, sondern gleich mehrere Elon Musks, die sich um unsere Zukunft kümmern. Auch Daniel Wölsen von der Stiftung für Wissenschaft und Politik sagt, durch diese Technologie wird die globale Internetinfrastruktur um eine ganz neue Dimension ergänzt. Mit weitreichenden Folgen für den Zugang, für die Sicherheit und nicht zuletzt für die Machtbeziehungen in der globalen digitalen Ordnung. Inge Klöpfer von der FAS schreibt noch, er lässt keinen Zweifel daran, dass nicht ganz trivial ist, welches Land und welcher Konzern mitmischen werden.
Für die Staaten, aus denen die hierbei führenden Unternehmen kommen, allen voran die USA und China, ergeben sich umfassende Möglichkeiten der politischen Einflussnahme. Hätten sie auf Dauer die Kontrolle über die globale Internetinfrastruktur, dann könnten sie auch über die Bedingungen des internationalen Informationsaustausches bestimmen. Dass sie dies nutzen werden, gilt unter Fachleuten als unstreitig. Der Run aufs All ist längst eröffnet. Es geht darum, 8 bis 9 Milliarden Menschen mit Internet zu versorgen. Es stellt sich nur die Frage, wer das anbieten soll. Idealerweise gibt es für diese Dienstleistung eine breite Palette an Anbietern, denn die Informationsinfrastruktur wird in den nächsten Jahren immer wichtiger für alle Aspekte des Lebens werden. Das wird passieren und besser Europa ist mit dabei als abhängig. Das ist eine Frage der Souveränität. Ich will damit auch nicht sagen, dass die USA oder China oder sonst jemand böse ist. Ganz und gar nicht. Aber Monopole und Oligopole sind meistens nicht so gut für den Endverbraucher und die Gesellschaft. Daher brauchen wir eine eigene Internetinfrastruktur aus dem All unter europäischem Recht. Das gibt es doch nicht, dass hochtechnologisierte europäische Länder wie Österreich und Deutschland von ausländischen Satellitendienstleistungen abhängig sind. Das ist absurd. Viel gute Technik wird hier entwickelt und in den USA oder China kommerzialisiert. Wir brauchen ein Umdenken der Förderstrukturen auf europäischer Ebene. Die Amis haben sich mit ihrer startup-freundlichen Struktur Google, Amazon und viele Raumfahrtgiganten geangelt. Internet und Satelliten können und werden Metzler, Altern und Co. nicht einfach so den Amis überlassen. Und die Microlauncher-Fähigkeiten von ESA, da bin ich davon überzeugt, werden sicher noch andere Dimensionen annehmen, wenn sie einen steten Strom an Aufträgen haben. Ich kann euch übrigens an dieser Stelle das Senkrechtstarter-Interview mit Bülent Altan empfehlen. Ihr findet es in der Videobeschreibung unten. Das gehört auch jedenfalls zu den Highlights des vergangenen Jahres. Übrigens nur ganz kurz, Südkorea hat es mit ihrer Nuri-Rakete beinahe in einen Orbit geschafft. Ich vermute, sie starten dieses Jahr einen neuen Versuch. Dieses Mal hoffentlich erfolgreich. Schauen wir mal zu einem meiner anderen Lieblinge des vergangenen Jahres. Und zwar Rocket Lab. Sie haben ihre Electron insgesamt 6-mal gestartet. Eine Mission schlug im Mai fehl. Darauf folgten 3 erfolgreiche Starts und die nähere Ankündigung ihrer neuen großen Neutron-Rakete. Darauf möchte ich gerne ein wenig eingehen, denn diese Rakete ist so viel mehr als einfach nur eine Rakete. Zunächst möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen mit ja, geil. Ich freue mich deswegen so sehr, weil SpaceX somit endlich ernstzunehmende Konkurrenz bekommt. Zwar schafft ihre neue Rakete Neutron nur 8 im Vergleich zu SpaceX's Falcon 9 mit 23 Tonnen, aber dafür ist sie mit ein wenig Augenzudrücken vollständig wiederverwendbar. Die gesamte Rakete soll mal samt Nutzlastverkleidung zurück zum Hafen fliegen und dort landen können. Genau genommen gibt es eine zweite Stufe, welche innerhalb der Nutzlastverkleidung ist und jedes Mal verloren geht. Daher ist auch diese Rakete nicht wirklich zu 100% wiederverwendbar. Aber es ist ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Für den Bau der Neutron setzt Rocket Lab auf den Einsatz von Kohlenstoffverbundfasern. In dem recht unterhaltsam gestalteten Video mit dem CEO und Gründer Peter Beck wird gewitzelt, dass diese Art zu bauen so kostenintensiv sei. Worauf Peter Beck meint, dass sie das Problem behoben hätten, indem sie einfach mal so ein eigenes 3D-Druckverfahren entwickelt hätten, welches die Herstellungskosten und den Zeitbedarf um ein Hundertfaches reduziert. Verrückt. Aber sie haben es anscheinend wirklich drauf. Warum der Einsatz von Kohlenstoffverbund so wichtig ist, betont Peter Beck, indem er die Schwächen von Stahl und Aluminium demonstriert. Ohne Gegendruck sind diese Materialien nicht unkaputtbar. Aber Kohlenstoffverbund ist auch ohne den Druck der Tanks widerstandsfähig. Noch dazu ist es wesentlich leichter. Und eine Maxim, die Peter Becks Rocket Lab hochhält, ist, dass man die Antriebsabteilung zu entlasten hat. Macht man die Rakete leichter, müssen die Triebwerke nicht so hart arbeiten. Somit können sie ein verlässliches Triebwerk bauen, welches selten bis nie an seiner Leistungsgrenze arbeitet. Ähnlich wie bei Automotoren, die auch nicht immer nur mit Vollgas fahren. Somit sollen die neuen Archimedes-Triebwerke vielfach wiederverwendbar sein. Neutron wird mit 7 Archimedes-Triebwerken ausgestattet sein und ist auf den Start von kleinen und mittelgroßen Konstellationssatelliten spezialisiert. Denn das sind die meisten Satelliten, die in der nächsten Dekade gebaut werden. In weiterer Folge soll sie auch für Menschen zugelassen werden. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Ist dann die Kapsel beim Start innerhalb der Nutzlastverkleidung oder einfach statt der Nutzlastverkleidung?
Was denkst du? Auch für interplanetare Missionen wird sie geeignet sein. Nach jeder Mission soll Neutron zurück zum Raumfahrthafen fliegen und direkt von dort aus weiterfliegen. Die vorbereitete zweite Stufe wird aufgeladen, es wird getankt und dann geht es auch schon wieder los. Die Landung erfolgt mit Hilfe von 2 Triebwerkszündungen und 4 Landebeinen an Land und nicht auf Drohnenschiffen im Ozean. Das macht vieles einfacher, verursacht aber auch Leistungsverlust. Obwohl ich gerne noch weiter über Neutron reden möchte, müssen wir uns jetzt doch tummeln. Wir haben noch einiges zu besprechen. Neben den Erfolgen, die die deutschen Microlauncher-Startups zu verbuchen hatten, wurde in Europa gegen Ende 2021 eine weitere Rakete angekündigt, die die Wiederverwendung in ihrer DNA eingearbeitet bekommt. Die Rede ist von der Initiative des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire, der die Ariane Group und Freunde damit beauftragte, diesen Markt der Microlauncher mit einem wiederverwendbaren System zu betreten. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige bei der Ariane Group Panik bekommen haben, aber er beruhigte damit, indem er sagte, dass der Bau und die Inbetriebnahme der Ariane 6 weiterhin angestrebt wird. Er war zuletzt in Europa herumgereist und hatte unter anderem bei der deutschen Bundesregierung Aufträge für die Ariane 6 erbettelt. Das war deswegen notwendig, weil sich sonst niemand auf diese Rakete stützen will, da sie nicht wirklich in irgendeiner Kategorie vorne ist. Sie ist mäßig konkurrenzfähig und kann abgesehen von der großen Ladebucht keine besonderen Merkmale aufweisen, die sie vom etablierten Playern abheben. Der Markt hat sich verändert und die Falcon 9 ist erprobt und sicher. Von der Ariane 6 gibt es keine Erfahrungswerte. Daher musste Le Maire um Aufträge betteln. Sonst wäre die Ariane 6 gescheitert, bevor sie auch nur einmal gestartet ist. Ach ja, die Rakete soll Maya heißen und soll eine Nutzlast von 1 Tonne in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können. Sie greift genau wie Starship, Neutron und andere Neuentwicklungen auf Methan als Treibstoff zurück. Ich bin echt gespannt, was sich hier für eine Dynamik entwickelt. Ich hatte dazu einige Jungs aus dem Hashtag Team Space eingeladen, mit mir darüber zu quatschen. Das Gespräch ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einigen unglaublichen Missionen des vergangenen Jahres. Ich möchte an dieser Stelle die Lucy-Mission, die DART-Mission und die Parker Solar Probe ansprechen, weil sie wunderschön zeigen, wie kreativ und erfolgreich die NASA ist, wenn es um Wissenschaftsmissionen geht. Aus den erwähnten Missionen erwartet man sich wegweisende Erkenntnisse. Bei Lucy zum Beispiel tritt eine Deep Space Probe in eine Umlaufbahn um die Sonne ein, die es erlaubt, 8 Asteroiden zu besuchen und zu erforschen. Einer davon befindet sich im Asteroidengürtel und die übrigen 7 kreisen mit dem Jupiter in 2 Lagrange-Punkten um unsere Sonne. Diesen Ansammlungen von Asteroiden haben wir es zu verdanken, dass wir entstehen konnten. Die große Masse des Jupiters und seine Lagrange-Punkte haben über die Jahrmillionen viele Asteroiden unter Anführungszeichen eingefangen, die der Erde zur Bedrohung hätten werden können. Danke Jupiter und auch ein Riesendank an deine Lagrange-Punkte. Merkt euch das, denn ich komme gleich wieder auf einen Lagrange-Punkt zu sprechen. Davor möchte ich noch auf die DART-Mission eingehen. Die Double Asteroid Redirection Mission der NASA soll einen Asteroiden und seinen kleinen Mond besuchen und versuchen, deren Umlaufbahn zu verändern. Warum diese Missionen zu Asteroiden so wichtig sind, das schauen wir uns dann im zweiten Teil dieser Ausgabe an. Der zweite Teil wird mindestens genauso spannend, denn der beinhaltet mein ganz persönliches Highlight, welches besonders große Beliebtheit genießt. In 48 Stunden wird der zweite Teil veröffentlicht. Für heute war es das wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und ad astra per aspera.